Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy Folge 3. Wir stehen immer noch in Hogsmeade und ich habe überlegt, ich würde mich ganz gerne hier noch ein bisschen umschauen. Ja, wir sollten jetzt, glaube ich, eigentlich wieder mit Nettie uns am Dorfplatz, ja, da steht es ja auch, wir sollen uns mit ihr am Dorfplatz treffen und dann schätze ich mal, würde sie mit uns zurück nach Hogwarts gehen. Aber nee, ich möchte mich hier gerne ein bisschen umschauen. Möchte gucken, was es hier so noch alles zu entdecken gibt. Was wir vielleicht noch kaufen können. Und wir haben ja auch auf der Karte hier oben rechts zu stehen, was es jetzt hier in Hogsmeade noch zu finden gibt. Ja, also uns fehlen hier immer noch Handbuchseiten, eine ganze Menge sogar. Demiguise-Statuen weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, was das ist. Beziehungsweise wie wir die überhaupt entdecken oder freischalten können und Sammlung Truhen ist auch so ein Ding. Ich vermute mal, dafür brauchen wir dann bestimmt aber so ein so ein Zauber, um die zu öffnen. Wie hieß der noch? Aloromora? Nicht, dass ich das jetzt verwechsel. So, da haben wir schon mal, jetzt muss ich mal gucken, Akio. So, da haben wir die nächste Buchseite. Sehr schön. Er zeigt mir jetzt hier seltsamerweise 5 von 8 an, aber auf der Karte waren das doch viel mehr, ne? Und, diese Handbuchseiten, die sind das. Ah, okay. Zonkers Laden in Hogsmeade wird regelmäßig von Hogwarts-Schülern und Dorfbewohnern gleichermaßen besucht, da hier verschiedene Scherzartikel verkauft werden. Gucken wir mal rein. Okay. Ich finde nämlich den Aspekt der Erkundung haben wir bisher so ein bisschen vernachlässigt hier, ne? Weil davon lebt ja dieses Spiel. Revelio. Und ich möchte auf jeden Fall so viel wie möglich hier mit euch entdecken. Oh Gott. Man kann ja aber auch komischerweise mit keinem reden, ne? Bewildering Can of Mystery. War anscheinend nicht sehr toll. Revelio. Es gibt hier auch nichts weiter zu entdecken, ne? Kommen wir hier raus? Ja, kommen wir. Okay. Butterbier. Fässer mit Butterbier. In diesen Fässern wird das bei Hexen und Zauberern so beliebte Butterbier gelagert. Schon alleine vom Namen kriege ich Durchfall. Es wird sowohl kalt als auch heiß serviert und hat einen geringen Alkoholgehalt, der auf Hauselfen viel stärker zu wirken scheint als auf Menschen. Nice, wir haben einen Stufenaufstieg bekommen. Sehr, sehr schön. Da haben wir wieder... Ach hier. Komm her hier. Jetzt habe ich alle Seiten eingesammelt hier, oder? Warum stehen die hier nicht? Diese schwebenden Bücherseiten, das verstehe ich nicht ganz. So, Sammlungen. Haben wir hier schon wieder was freigeschaltet eigentlich? Da muss ich, glaube ich, aber auch bei Herausforderungen gucken, ne? Ah, das Spiel, das ist so... Hier gibt es so viel zu entdecken... Genau, bei Herausforderung war das drin. Aber da haben wir jetzt noch nichts. Wo sehe ich denn mein... Hier. Ah, da kann ich auch nichts weitermachen. Okay, ich habe gedacht, ich kann hier vielleicht irgendwie mal Skills lernen oder sowas. Revelio. Da hinten haben wir auch wieder so ein...
so einen Rahmen. Genau, hier mussten wir Lumos machen. Und dann müssen wir den Ort finden. Ich hoffe, dass diese Orte alle irgendwo in der Nähe liegen, ne? Auf geht's nach Hogsmeade. Das sieht ja hier schon so ein bisschen danach aus, als wenn das hier sein könnte. Oder? Man kann hier aber auch echt Zeit verbringen. Zumindest hat er ja beim letzten Mal gesagt, das muss die Stelle sein. Oder muss ich das Gemälde nochmal untersuchen, wenn ich Lumos genommen habe? Wo war denn jetzt das Gemälde wieder? Da. Nee, hier kann ich nichts tun. Auf jeden Fall haben wir da hinten einen Baum und einen Zaun und ein paar Laternen. Da oben sind ein paar Laternen. Da ist wieder eine Seite. Wo ist denn die? Ich möchte hier gerade fliegen sehen. Da. Akio. Lumos. Also hier haben wir ein paar Laternen und hier haben wir auch die Bäume. Das muss doch hier irgendwo zu finden sein. Denn das ist auch wieder so eine Kiste, aber die kann ich... Da ist er. Okay. So, jetzt muss ich bloß wieder zurückfinden zum Gemälde, zum Bilderrahmen. Da. Ging ja schnell. So, das haben wir aktiviert. Es scheint jetzt langsam dunkel zu werden hier. Revelio. Hier ist eine versteckte Tür. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ich hab mir doch hier gerade was angezeigt. Hier. 42 Goldstücke. Ich meine, gut, das Erkunden und Rätsel finden und so, das kann man sicher auch noch aufheben für später. Weil viele Sachen kann man ja jetzt auch noch gar nicht untersuchen. Diese abgeschlossenen Truhen zum Beispiel, die gehen ja auch nur mit dem... Was ist denn das hier, ein Schleifstein? Die gehen ja auch nur mit dem Zauberspruch zu öffnen. Oh, da ist auch nochmal ein bisschen Gold. Zwei Goldstücke. Revelio. Da können wir nichts machen. Aber hier ist eine Kiste. Oh, ich bin hinter der Ladentheke. Blutroter, was? Fedora, okay. Können wir gleich ausrüsten. Ausrüstung, so. Kopfbedeckung. Ja. Ich habe auch gesehen, die Maske, die erhöht ja meine Verteidigung. Da hatte ich ja das Problem, dass ich die nicht so schön fand, ne? Aber wir können hier jetzt auch das Erscheinungsbild ändern. Und dann nehmen wir einfach, hier. Unsichtbare Gesichtsbekleidung, ne? Dann haben wir die zwar ausgerüstet, aber wir sehen eben normal aus. Und haben trotzdem den positiven Effekt der Maske.
So. Ich hätte mir die Geschäfte hier der Reihenfolge nach wahrscheinlich mal alle angucken sollen. Ollivander, da waren wir drin. Das ist der Scherzartikelladen da oben, da waren wir auch. Was haben wir hier? Oh. Ach, das drei Besen. Revelio. Hier gibt's bestimmt auch irgendwas zu entdecken. Die drei Besen, das Wirtshaus drei Besen, das derzeit von Sirona Ryan geführt wird und angeblich so alt ist wie Hogsmeade selbst, ist seit langem ein Treffpunkt für Dorfbewohner und Hogwarts-Schüler, die ein Butterbier oder ein Feuerwhisky genießen möchten. Ah ja. Ich finde das auch cool mit den Bildern, ne, dass die sich hier auch bewegen. Wie im Film. Was haben wir da? Ja, wir trinken uns hier mal immer komplett durch. Ah, die Krüge tauchen auch alle wieder auf, ne? Einen Besen brauche ich ja auch noch, aber da habe ich schon gesehen, beziehungsweise gelesen. Das dauert noch ein bisschen, da müssen wir in der Story erst weiter voranschreiten. Hatte das im Film auch so viele Etagen gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Da oben ist auch nochmal ein Sack. Im Film war bestimmt wieder Geld. Da hinten ist eine Truhe. 33 Goldstücke. Wir sind ja ein richtiger Dieb. Ein Pelzmantel. Ja, da schau mal an. Ausrüstung. Legendärer Pelzmantel, wow. Er sieht zumindest nicht schlecht aus. Den würde ich tatsächlich auch vom Aussehen her so lassen. Ja, ziemlich eng hier, ne? Was geht noch höher? Was ist das? Ach, das ist bestimmt so eine fliegende Buchseite wieder draußen. Oh, hier ist eine Tür. Kann ich ja gleich mal gucken, da ist die Buchseite. Akio! So. Eine Etage war ja noch, ne? Da würde ich gerne hochgucken. Komm mal nicht. Da ist wieder ein Schloss vor der Tür. Nee, wo war denn jetzt die... Da. Die Ausgangstür hier oben. Hä? Ach, egal. Dann gehe ich eben ganz nach unten. So. Revelio. Da mal die nächste Truhe. Ah, hier gibt es auch echt viel zu finden, ne? Lässig elegantes Ensemble mit Diamantmuster. Ah, dafür brauche ich Stufe 7. Okay. Aber das hier kann ich schon tragen. Da mal ein bisschen mehr Verteidigung. Ich muss auch gucken,
Wir haben ja nur begrenzte Ausrüstungsslots hier zur Verfügung. Also ich habe, zumindest im Internet habe ich gelesen, dass man dann das Zeug auch irgendwann verkaufen muss, bevor man hier dann wieder was Neues einsammeln kann. Da wäre es auch mal interessant zu wissen, ob man hier vielleicht eine persönliche Kiste oder sowas hat, wo man das dann auch einlagern kann, weil ich kann mich immer schwer von diesen ganzen Gegenständen trennen. Revelio. ...36 Goldstücke. Jawohl. Einfach mal in wildfremdes Haus rein und hier alle Kisten und Säcke plündern. Oh, da hinten ist ein Kuchen. Aber den können wir nicht essen, oder? Nee. Ja, wir haben hier bestimmt längst noch nicht alles gesehen. Was war das? Das sind doch diese Pralinen, ne? Kamen die nicht auch in dem einen Film vor? Überall hängen Besen an der Wand. Ich könnte mir ja da eigentlich einen nehmen. Oh, jetzt kommt ja hier die Treppe nicht hoch, oder? Moment, hier war doch auch was. Rebellion. Gemeinschaftsgarten von Hogsmeade. Dieser kleine Gemeinschaftsgarten im Herzen des Dorfes ist der perfekte Ort zum Anbauen verschiedener Kräuter und friedfertiger Zauberpflanzen. Aha. Ach so, das ganze Ding hier wahrscheinlich. Ja. Was haben Sie jetzt vor? Das ist schon so ein bisschen, finde ich, hat was von den Lego-Spielen, ne? Da konntest du ja auch mit ziemlich vielen Objekten interagieren und dann haben die meistens irgendwas gemacht. Pippins Potions, da waren wir schon drin. Ich guck mal jetzt auf die Karte. Was haben wir denn jetzt hier überhaupt noch? Der alte Narr, ein verlassenes altes Gebäude in Hogsmeade. Das würde mich ja schon mal interessieren. Magische Rübe, da waren wir drin. Ich setz mal den Pfad auf dieses alte Gebäude. Da haben wir auch noch mal ein paar Münzen eingesackt. Das ist wieder ein Schloss, das wir nicht öffnen können. Okay, wir können natürlich auch den normalen Weg hinten über die Brücke gehen. Ja, die Kisten hier, die kriegen wir auch erst später auf. Da brauchen wir den Unsichtbarkeitszauber. Ist auch wieder ein Schloss vor. Ja, ich würde mein Haus auch abschließen. Hier, das sieht doch aus wie ein Friseurladen hier, ne? Kann man sich hier vielleicht sein... Oh, hallo! Und wie wollen Sie heute gerne aussehen? Ja. Hallo! Oh, nur hereinspaziert. Willkommen in Madame Snellings Lockenporium. Ich muss mich sicher nicht erst vorstellen. Früher nannten sie mich Snelly. Oh, Snelly, warum machst du nicht die Ausbildung zum Auror? Aber denen habe ich's gezeigt. Die verstauben im Ministerium und ich bin hier erfolgreich. Sehr erfolgreich. Aber sehen Sie sich an. Sehen Sie sich an. Ich verstehe, warum Sie zu mir gekommen sind. Was soll das denn heißen? Auf der Suche nach Veränderung? Veränderung, warum nicht? Wieso nicht? Welche Art Veränderung? Manche wollen diesen ausgezehrter Muggel auf der Schwelle des Todes, Tain. Aber Gifte werden Sie hier keine finden. Wer braucht Chlorkalk oder Ammoniak, wenn es Magie gibt? Überlegen Sie eine Weile, wie Sie aussehen wollen. Ändern Sie auch Ihre Frisur, wenn Sie möchten. Könnte ich mir Ihre Dienste ansehen? Welche Dienste bieten Sie an? Und das ist das, was ich vermutet habe, was beziehungsweise... Was würde Sie denn interessieren? Was ich ja am Anfang schon mal erwähnt habe, ne, dass man sich hier seinen Charakter im Nachhinein nochmal verändern kann. Finde ich cool.
Ich würde meinen aber jetzt auch erstmal so lassen, weil ich bin mit dem Aussehen eigentlich ganz zufrieden. Haarfarbe können wir ändern, Frisur können wir ändern. Können hier mal durchgucken, was wir hier für Möglichkeiten haben. Sommersprossen, Gesichtsfarbe, dann die Narbengeschichte, die Augenfarbe, Augenbrauenfarbe und die Augen. Ja, eigentlich alles, was wir in der Charaktererstellung hatten, ne? Wir gehen mal Sie zurück. dürfen jederzeit wiederkommen. Ja, sehr gerne. Wenn ich das Bedürfnis irgendwann einmal habe, dann schaue ich hier nochmal rein. Oh, da haben wir auch eine Kiste hinter. Ja, die öffnen wir gleich noch. Vielleicht finden wir hier wieder ein schönes Ausrüstungsteil. Rahmenlose getönte Brille. Ja, ich bin kein Brillenträger. So, wir wollten. Genau, wir wollten. Ist das die verlassene Hütte eigentlich? Nee. Das ist nicht die verlassene Hütte, oder? Es gab doch hier irgendwo Honigtopf. Im Honigtopf waren wir auch noch nicht drin. Aber es gab doch hier irgendwo diese verlassene Hütte, die in Teil 3 auch eine große Rolle gespielt hat, ne? Wo die dann nachher mit Professor Snape zusammen drin waren und den Spitzel enttarnt hatten, der sich ja als Ratte bei Ron eingeschlichen hat. Kommt man jetzt am besten hin? Da oben ist die Hütte. Wo ist das hier? Ein Friedhof? Revelio. Ich habe hier nicht ernsthaft eine Kiste offen. Doch, da ist auch wieder so eine besondere Truhe, die wir noch nicht öffnen können. Ja gut, hier geht es erstmal nicht weiter. Da haben wir eine Kiste. 40 Goldstücke, besser als nichts. Kann man alles irgendwann gebrauchen. Revelio. Fängt bald an zu regnen, so wie es aussieht. Wo ist denn die? Ach, da oben. Es muss ja da irgendeinen Weg rauf geben. Nee, das ist die Hütte nicht. Da haben wir wieder. Ach, Ja, hier. komm her. Hätte ich fast übersehen. 15 Seiten. Kommen wir hier überhaupt rein? Guck mal kurz, ob hier hinter noch irgendwas versteckt ist. Ja, jetzt fängt's an zu regnen. Ich habe schon die ersten Tropfen gerade gesehen. Naja, wir gehen mal rein. Mal schauen, was uns hier erwartet. Ein Schloss war ja jetzt keins vor. Nee. Ah, das ist cool. Dann war das nächste Mottenrätsel. Und eine Kiste ist hier auch noch. Revelio. Dahinter ist auch noch was versteckt. Okay, andere Seite. So, dann brauchen wir wieder den Lumos-Zauber. Lumos. Ist auf jeden Fall eine. Ver Das mit den Kisten, da war ich gerade. Okay. Das ist gleich hier draußen um die Ecke. Ja, genau. Peter Pettigrew. Ich bin gerade nicht auf den Namen gekommen. Stimmt. Aber, mich würde mal interessieren, ob dieses, wie hieß denn das Haus? Das war doch die heulende Hütte, oder? So, die nächste Buchseite. Weil auf der Karte sehe ich die nicht. Schnabel und Brut. Ein Geschäft für Tierwesen bedarf.
So, da hinten ist auch noch... Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Ein Geschäft, das alle nur erdenklichen magischen Gewächse und Samen im Sortiment hat. Ja, da war der eine Zugang. Das stimmt. Aber Ron hat doch gesagt, als die Hogsmeade besucht hatten, Harry durfte ja nicht mit, hat er aufgezählt, wo sie überall gewesen sind. Und dann meinte er zum Schluss, zur heulenden Hütte haben wir es leider nicht mehr geschafft. Also die muss ja dann auch hier irgendwo in Hogsmeade gewesen sein. Oh, was ist das da? Das sieht ja... Aber ich sehe hier jetzt auch kein Haus weiter. Eberkopf. Naja. Das wird aber bestimmt garantiert auch irgendwo hier existieren. Ich würde jetzt mal hier zum Honigtopf wandern. Das Gebäude hier sieht auch so ein bisschen verlassen aus da drüben, ne? So halb zerstört. Ah, das könnte das Tierwesen-Bedarf-Gebäude sein. Da hinten fliegt schon wieder eine Buchseite rum. Da auch, oder ist das ein Vogel? Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Akio! Gut, das haben wir. Noch 5 Seiten. Man sieht die ja von weitem auch so ein bisschen fliegen, ne? Das ist schon wieder so eine Kiste. Revelio. Verschlossen. Super. Da unten ist auch eine Kiste, habe ich gerade gesehen. Diesen Weg solltest du doch meinen. Warum? Von Schnabel und Brot sagte, jemand hätte hier einen Derrick Hall verloren. Ich weiß, dass wir nicht angehen sollen. Ich du hättest nur, uns viel Ärger einhandeln können. Es tut mir leid. Sie sagte, ich könnte eine Belohnung verdienen. Doch ich habe nur unsere Zeit verschwendet. Da bist du ja. Super. Endlich habe ich genug für den Windhauch. Ah, es soll wohl nicht sein. Das ist auch nochmal eine Seite. Da bin ich doch gerade angekommen. Es gibt ja hier kaum eine Ecke, wo man nichts findet. Reifeleistung. Später, wenn man das Spiel durch hat, steht da bestimmt, Unikonoko hat 632 Katzen gestreichelt. Da oben ist die nächste Seite. Komm raus, ich hab dich gesehen. Akio! Noch 2. Da ist auch wieder ein Schloss vor. Da auch. Mann, kommt man nirgendwo rein. So, Honigtopf. Hier gibt es bestimmt auch einiges zu kaufen. Oh, das war auch im Film. Revelio. Zischende Wispies. Bei diesen köstlichen Süßigkeiten handelt es sich um kleine Brausekugeln, die einen nach dem Verzehr einige Zentimeter über den Boden schweben lassen. Gerüchten zufolge enthalten sie beliebig Stacheln. Okay. Ja, ich schwebe. Okay.
Okay, es hält nicht lange an. Schade. Das ist das reinste Schlaraffenland hier, ne? Revelio. Verschlossen, verschlossen. Das können wir öffnen. 16 Goldstücke. Oh, was haben wir da? Revelio. Das ist schon cool. Aber hier kann man leider nicht irgendwie was kaufen oder so. Das finde ich schade. Da hinten ist auch noch ein Beutel, sehe ich gerade. Da ist auch wieder ein Schloss vor. Aber wir können uns hier sämtliche Kuchen reinziehen. Ja. Mal einmal durchkosten hier alles. So. Gut, dann waren wir auch im Honigtopf. Ja, ich, mir fehlen jetzt, wie viele Seiten fehlen mir noch? 2 oder 3? Da ist die nächste. Okay, jetzt haben wir die hier auch komplett. Herausforderung abgeschlossen. Kann ich hier mal gucken, ob ich dafür was bekommen habe. Sammlungen. Nee, da war das nicht. Das war bei Herausforderungen. Hier. Oh, ein paar neue Sachen hier. Belohnung für Erscheinungsbild der Ausrüstung. Zonkos Meister... Was? Meister Schelmhut. Okay. Zonkos Meister Schelm Mantel. Den haben wir auch bekommen. Zonkos Meister Schelm Ensemble. Das haben wir leider noch nicht. Dafür muss ich jetzt noch 25 Handbuchseiten finden. Das haben wir auch noch nicht freigeschalten. Dann kann ich das jetzt bestimmt auch ausrüsten. Ach nee, das ist ja ein Erscheinungsbild, ne? Genau, so. Und beim Mantel? Oh, der sieht auch nice aus. Wo waren das, lässig elegantes? Nee. Achso, das von Zonko, habe ich ja noch gar nicht, ne? Okay. Schön. Ja, ich sehe gut aus. So, dann gehen wir mal zu Natti. Oder Netti. Halt, da können wir auch noch... Ich habe gerade gesehen... Hier können wir auch noch was einsammeln. Besenknechts Sonntagsstart. Das 1750 gegründete Geschäft mit Filialen in Paris, London und Hogsmeade bietet eine Vielzahl von Zaubererkleidung und Accessoires. Mr. Augustus Hill und sein Mitarbeiter Otto Dibble sind allen Kunden gerne behilflich und genießen dabei insbesondere die Herausforderung, weniger modebewusster Hexer und Zauberer einzukleiden. Sie freut sich bestimmt über Blumen. Hexen und Zauberer. Das heißt, ich kann mir hier Klamotten kaufen, ne? Oh, hier gibt's auch ein paar Truhen. Robuste Duellierhandschuhe. Revelio. Hier ist wieder ein Globus, an dem wir rumspielen können. Duellierhandschuhe mit Stacheldesign. Ah, ja.
So, ich würde gerne was erwerben hier. Warum geht denn das nicht? Warum kann ich denn hier nichts kaufen? Ich kann mit dem nicht interagieren. Ups, das wollte ich nicht. Das war da schon. Na gut, vielleicht später. Ach, ich habe alles. Ich verstehe jetzt, warum du dich nicht auf einen Lieblingsladen festlegen kannst. Sehen wir uns noch etwas um. Vielleicht ist heute der Tag, an dem ich mich entscheide. Oh oh. Was? Ah, okay. Ich kann ausweichen. Ah, Mist. Sprechen wir ihn denn überhaupt? Weiter so! Wir müssen ihn zermürben! Bebinoso! Akio! Was? Was? Alte Magiewurf? Okay. Ich wollte ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen. Das gefällt mir. Mach das nochmal. Das macht aber ordentlich Schaden. Hat lang genug gedauert. Aua, Mann. Der hat gesessen. Troll gemacht. Ein Erfolg freigeschalten. Oh nein, noch ein Troll. Haben Sie beide etwa einen ausgewachsenen Troll gestellt? Alleine? Anscheinend. Ehrlich gesagt geschah alles sehr schnell. Bei Merlins Bart. Geht es Ihnen gut? Ja, und wir helfen immer gern. Helfen ist eine Untertreibung. Mit solchen Nerven haben Sie das Zeug zum Auror, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie unverletzt sind, könnten Sie beide mir vielleicht helfen, wieder Ordnung in ein paar Dinge zu bringen. Natürlich, Officer. Singer. Officer Singer. Und vielen Dank nochmal. Sehr gerne. Ach so, wir sollen jetzt hier ein paar Sachen reparieren. Ja, machen wir. Ein paar. Oh, hallo. Haben Sie kurz Zeit? Mal sehen, was er will. Ja, gleich. Erst muss ich hier ein paar Sachen reparieren, ne? Was ist das hier? Rebellion. Reparo. So, hier ist auch noch was kaputt. Jetzt hat Officer Singer eine Sorge weniger. Naja, noch nicht ganz, würde ich sagen, ne? Hier ist ja noch eine ganze Menge kaputt. Das hier auch, oh. Hier ist auch noch was. Repar. Na also, so gut wie noch. Und hier, oh, hier ist ja ein ganzes Haus in Trümmern. So wie es aussieht.
bin gut. Aber ich komme da nicht rein, ne? So, das war's, oder? Ich würde mal sagen, ist alles wieder heile. Ich sehe zumindest nichts mehr, was kaputt aussieht. Ja, wo soll ich denn jetzt hin? Da hat mich doch gerade jemand gerufen, ne? Ob ich mal Zeit habe. Was ist das denn hier? Das sieht ja auch verdächtig aus. Revelio. Ma, wo soll ich denn jetzt hier hin? Muss ich hier rein? Wir haben gerade über dich gesprochen. Über mich? Hallo, Sir. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin entzückt. Augustus Hill, Tuch- und Kleiderhändler der Extraklasse. Ich danke Ihnen für Ihre Tapferkeit im Kampf gegen diese Trolle. Ganz zu schweigen davon, dass Sie Hogsmeade wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt haben. War mir ein Vergnügen. Einen Orden des Merlin hätten Sie verdient. Aber ich kann Ihnen etwas viel Nützlicheres anbieten. Mir gehört Besenknechts Sonntagsstaat. In meinem Inventar befinden sich einzigartige Dinge, die einen gewissen Schutz bieten. Lebensrettenden Schutz. Da ich annehme, dass das nicht Ihre letzte gefährliche Auseinandersetzung war, gebe ich Ihnen einen Satz solcher Roben. Zum Dank für Ihre heutige Tat. Danke, Sir. Danke, Mr. Hill. Das ist sehr großzügig. Das ist doch das Mindeste. Dann probieren wir das hier doch mal an, ja? Darf ich mir jetzt was aussuchen, oder? Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Traditioneller Schulumhang. Besonders. Kostet nichts. Ja, den nehmen wir. Sie werden nicht enttäuscht sein. Das ist... Du hast neue Ausrüstung erhalten. Verbessere sie jetzt. Okay. Deine aktuelle Verteidigung und Offensive werden rechts oben auf dem Bildschirm angezeigt. Ja, fortfahren. Wähle den Platz für Mäntel und Umhänge und drücke linke Maustaste. Lege einen Umhang an. Ja, ich hab das ja schon. Ich weiß, wie das geht. So. Ach, komm. Nein, ich... So, kann ich mir jetzt hier noch was eleganter... Nee, galanter Umhang. Legendär. 14 Offensive, 16 Offensive. Das ist cool hier. Nobler Azurblauer Übermantel. Der kostet 500. Wie viel habe ich? 603. Ah, ist ganz schön teuer. Nee, ich lasse das erstmal. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Was für eine außergewöhnliche Einführung in Hogsmeade. Ich würde sagen, dass wir und vor allem du uns mindestens ein Butterbier verdient haben. Ja. Wollen wir in die drei Besen gehen? Na klar. Ja, das klingt gut. Wunderbar. Hier entlang bitte. Ich folge dir. Los. Ich verkaufe noch mehr kampftaugliche Gegenstände, wenn Sie welche brauchen. Schauen Sie sich nur ganz in Ruhe in meinem Laden um. Alles klar. Wir kommen bestimmt nochmal wieder. Wenn es nicht zu voll ist, triffst du vielleicht Sirona, die Besitzerin. Sie ist sehr charmant und eine mächtige Hexe. Es ist gut, sie zu kennen. Oh oh. Da ist er wieder. Du sagtest, du kommst in Hogsmeade an das Kind ran. Dass du lediglich eine Ablenkung brauchst. Und die habe ich dir gegeben. Ich habe gerade gesehen, wie deine Ablenkung beseitigt wurde. Wer ist dieses Kind? Was verschweigst du mir? Du musst nur wissen, wenn du nicht an das Kind rankommst, dann bist du für mich wertlos. Weg hier. Wurden wir gesehen? Ja, natürlich. Ich glaube nicht. Was macht dieser Kobold mit Victor Rookwood? Renrock arbeitet mit Rookwood?
Das ist der Kobold vom Tagespropheten. Ich wusste, dass ich ihn kenne. Schnell, lass uns in die drei Besen reingehen. Es war schön, dich zu sehen, Lord Gok. Ich sag Bescheid, wenn ich was höre. Danke, Sirona. Dann bis bald. Oh, was kann ich... Oh, ein neues Gesicht in meinem Laden. Ist mein erstes Mal hier. Willkommen. Ich gebe euch einen aus. Dieser Angriff. Ich schaue später nach den Ladenbesitzern und Bewohnern. Immerhin sind sie wohl auf. Ich hatte Hilfe. Hat ganz allein ein Troll besiegt. Wirklich? Gut gemacht. Danke dafür. Aber gern. Im Ernst. Trolle in Hogsmeade? Das hatten wir ja noch nie. Merkwürdig. Die einzigen Unholde, die uns plagen, sind sonst... Ah. Wie passend. Die Stimme passt nicht, finde ich. War das Lord Gok gerade eben? Die Kundschaft war auch schon mal besser, Sirona. Keine Sorge, Victor. Wenn sie erst weg sind, wird das meiner Kundschaft nur zuträglich sein. Würde ich an ihrer Stelle lassen, Theophilus? Na, na. Das Theater können wir uns doch sparen. Ich bin nur aus einem Grund hier. Mein Gast genießt ein wohlverdientes Butterbier. Es dauert nicht lang. War ich nicht deutlich genug? Mein Gast ist gerade beschäftigt. Man sollte meinen, dass ihr genug Blut vergießen hattet. Morgen. Immer noch. Komm, Theophilus. Mit den drei Besen geht es bergab. Ist unsere Galeone nicht wert? Du kannst nicht ewig Butterbier trinken. Sie haben sich einen mächtigen Gegner gemacht. Vorsicht! Rookwood und Harlow sind schlimmer als alle Trolle dieser Welt. Trolle? Ranrock? Und Rookwood? Was verheimlichst du mir? Ich werde dir alles erzählen. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Einige Aufträge. Jetzt wäre wohl ein guter Zeitpunkt, um zum Schloss zurückzukehren. Einige Aufträge haben offene Zielsetzungen ohne Vor... Oh, das konnte ich jetzt nicht lesen. Stark verändert. Ja, ich habe ein paar Gegenstände gefunden. Ausrüstungsgegenstände, um genauer zu sein. Und konnte meine Optik so ein bisschen anpassen. Die Tonne hat nicht wirklich gerade gerülpst, oder? Ich bin heilfroh, dass Sirona da war. Und dass solche Schurken wie Rookwood und Harlow sie nicht einschüchtern. Ich möchte verstehen, was hier vor sich geht und hoffe, du erzählst es mir. Aber erst einmal sollten wir zum Schloss zurück. Professor Weasley erfährt sicher bald von dem Trollangriff, wenn sie es nicht schon weiß. Ich will nicht, dass sie sich sorgt. Du musst für die Nacht in den Gemeinschaftsraum zurückkehren. Nutze die Karte. Okay, wir können jetzt auch nichts anderes tun. Dann würde ich die Folge jetzt an dieser Stelle hier beenden. Und in der nächsten Episode machen wir dann weiter und kehren ins Schloss zurück. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns.